der meines Erachtens falscheste Satz und zu dem ich kann ich überhaupt nicht raten, auch wenn er millionenfach wiederholt wird, ist jegliche Ableitung von, wenn Sie für einen sehr eine Rolle für mich hätten, wenn Sie bei Ihren nächsten Besetzungen an mich denken würden. Man kann das beliebig variieren, weil das führt zu folgendem Effekt. Es macht den Schauspieler klein, weil jetzt da fängt der Moment zum ich bettel jetzt um eine Rolle an und es ist für den Casting-Director, der es liest, Stress, weil der hat unter Umständen in dem Moment für den Schauspieler keine Rolle. Also er kann diesen Wunsch noch nicht mehr erfüllen. Beide Beteiligten haben Stress. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mastercut, dem Podcast von Filmemachern für Filmemacher. Und heute sind wir wieder mal nicht allein dabei, denn heute haben wir endlich mal nach 2 Jahren Suche einen Caster dabei. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein ganz, ganz authentisches Caster-Erlebnis gehabt, nämlich wir haben alle angeschrieben und du hast dich sofort gemeldet. Und deswegen haben wir dich hier sitzen. Bevor wir anfangen, wir beginnen immer mit einem Power-Pitch. Das heißt, bitte erklär doch mal ganz kurz dem Publikum, wer bist du, was machst du und warum sollten die Leute nach dem Podcast deinen Namen googeln? Ach, googeln muss mich niemand, weil ich bin unfassbar unbedeutend. Mhm. Aber ich habe 92 mit Casting angefangen, war der erste Caster, der einer Casting-Firma einen Namen gab, der eine gewisse Form von Kommerzialisierung betrieben hat oder auch Professionalisierung des Berufsbildes. Deswegen war ich nicht in Clemens Erbach Casting, wie sie alle heißen, sondern wirklich mit dem Namen Outcast, mit einer negativen Konnotation, mit einem Firmennamen. Mhm. Ich habe relativ früh angefangen, mein eigenes Arbeitsumfeld, weil ich auch wahnsinnig faul bin, will ich mir das Leben leichter machen und habe früh angefangen mit Computern, habe also eine Datenbank entwickelt, mit der wir bei uns im Büro schneller und effizienter arbeiten konnten, weil damals sah die Welt ja noch anders aus. Die Welt war analog, die Schauspieler schickten für wahnsinnig viel Geld wahnsinnig teures Zeugs rum. Handabzüge von Fotografen, alles abgeheftet in Prospekthüllen, in Leitsordnern. Bei uns waren es am Ende 440 Leitsordner, unsere sogenannte Besetzungskartei. Und die Besetzungskartei, man hat immer wieder die Vorschläge rausgeholt, die Prospekthüllen mit den Schauspielern drin, um dann in den Besprechungen, die man damals meistens noch in physischer Präsenz an einem Tisch hatte, bei dem wahnsinnig viel geraucht wurde, vorzulegen. Und dann mussten diese ganzen Hunderte von Unterlagen nach der Besprechung auch wieder in die Ordner zurücksortiert werden. Mhm. Und das wollte ich mir einfach ersparen und habe gesagt, wir müssen einfach elektronisch arbeiten, das muss alles in den Computer. Und deswegen hatten wir halt dann schon zu Beginn der 90er angefangen, eine Datenbank aufzubauen. Dann kam das berühmte Internet, von dem viele damals gar nicht wussten, was das Internet bedeutet. Mein damaliger Partner Thomas Biel hat mich damals auch gefragt, werden wir uns wirklich von Schreibtisch zu Schreibtisch irgendwann E-Mails zuschicken? Ja, das tun wir. Tun wir. Nicht nur von Schreibtisch zu Schreibtisch, man kann auch am gleichen Schreibtisch sitzen, ja, und sich teilweise mittlerweile... Es kam also das Internet, wir hatten die gesamte Kartei, wir hatten die Schauspieler alle schon digitalisiert und da war die Entscheidung relativ klar, das Ganze muss ins Internet. Wir machen eine Schauspielerdatenbank. Das war dann die Gründung von Filmmakers 1999. Und dann war es halt Filmmakers die erste Datenbank im deutschsprachigen Raum und eigentlich auch mehr oder weniger eine der ersten Datenbanken weltweit. Spotlight Online gab es damals noch nicht. Und wir haben damals angefangen mit 12.500 Schauspielern. Heute hat Filmmakers knapp 30.000 Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Ist auch noch die präsenteste Webseite eigentlich. Inzwischen gibt es ein paar Mitbewerber, die andere Schwerpunkte haben, aber es ist nach wie vor ein unverzichtbares Tool in der Branche. Mhm. Zu guter Letzt habe ich dann der Digitalisierung weiter Vorschub geleistet und das E-Casting 2007 mehr oder weniger erfunden. Mhm. Es gab dafür auch noch keine Vorbilder. Heute kennt man E-Casting in Deutschland, man kennt das als Self-Tape im englischsprachigen Raum. Der Gedanke war damals, im Gegensatz zu Ländern, nicht nur im angelsächsischen Raum, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Schauspieler sehr konzentriert in der jeweiligen Hauptstadt leben, ob das jetzt Paris oder Rom ist, und Schauspieler jederzeit zu einer Audition gehen können, um jetzt mal den Begriff Audition zu nehmen und nicht den Begriff Casting, also den international üblichen Begriff Audition,
und den Casting halt als Vorgang, Gesamtüberbegriff der Besetzung an sich. Zur Audition gehen ist in New York einfach und Schauspieler gehen jeden Tag oder mehrfach die Woche zu irgendeiner Audition. Das ist hier wahnsinnig schwierig, weil Schauspieler, das liegt natürlich an der Geschichte und der Theaterstruktur der Stadt- und Staatstheater, Schauspieler überall ihren Wohnsitz haben durch die Anstellung an den jeweiligen Theatern, sind halt eben die Schauspieler über die ganze Republik weit verteilt. Das heißt, Casting war immer wenigen vorbehalten, Casting war organisatorisch wahnsinnig aufwendig. Man hat auch nie viele eingeladen, sondern meistens die, die man sowieso schon kennt, weil man wollte jetzt nicht viel Geld für Leute ausgeben, die man nicht kennt. Dass man sie in die Stadt quasi... Dass man sie einfliegt oder mit dem Zug einfährt. Wahlweise kam es dann dazu, dass Schauspieler selbst ihre Reisen bezahlen mussten und ihre Tickets, was natürlich dann vor allem die Bahn reich gemacht hat und die armen Schauspieler noch ärmer. Das war auch keine schöne Sache. Deswegen war halt eben der Gedanke des E-Castings war, wenn der Schauspieler nicht zum Casting kommen kann, dann muss das Casting, nutzen wir die digitalen Möglichkeiten und das Casting kommt zum Schauspieler. Lustigerweise war das Ganze für eine amerikanische Produktion, als wir das erste Mal im großen Stil Schauspieler gebeten haben, sich selbst aufzunehmen und die Sachen auf unseren Server hochzuladen. Das war 2007, 2008 für die Serie Defying Gravity. Und du leitest immer, aber du leitest jetzt Filmmakers nicht mehr, sondern du hast es mittlerweile abgegeben, wenn ich das genau. Okay. Ich bin raus und das ist jetzt in Zusammenarbeit mit Cast Upload, die technisch hervorragend aufgestellt sind und beste Programmierer haben und auch eine weitaus internationalere Ausrichtung in guten Händen. Also, ich möchte über den Casting-Prozess heute mit dir sprechen und ich würde mal sagen, vielen Leuten, die jetzt vor allen Dingen in dem Independent-Filmmaker-Bereich wissen gar nicht, was ein Caster ist und was die Funktion auch sein könnte. Weil da wird halt der genommen, der gerade da ist. Deswegen würde ich gerne bei klein anfangen und dann immer mehr ins Detail gehen und vielleicht einfach erstmal grundsätzlich fragen, was macht Casting genau? Was ist die Kernaufgabe? Wie würdest du deine Hauptaufgabe beschreiben? Die Hauptaufgabe ist natürlich Kompetenz und Marktüberblick. Die Fähigkeit ist Kompetenz und Marktüberblick. Die Hauptaufgabe ist den Entscheidungsprozess der Besetzung einer Film- oder Fernsehproduktion zu moderieren. Also der Entscheidungsprozess, der Casting Director entscheidet ja nicht aus freien Stücken über die Besetzung, sondern er spricht mit anderen an der Erstellung des Filmwerks beteiligten Menschen über die optimale Besetzung. Jetzt hat natürlich jeder, der ein Drehbuch liest, beim Lesen seinen eigenen Film. Der Regisseur sieht vor seinem geistigen Auge andere Schauspieler, andere Typen als der Produzent und andere wiederum als der Redakteur oder der Verleiher. Diese verschiedenen Blicke muss man jetzt, das ist aber letztendlich das Entscheider-Trio, das immer über die Besetzung entscheidet. Also das ist ja Regie, Produzent, Schrägstrich Producer, Redakteur, Schrägstrich Verleiher bei Kinofilmen. Das sind die drei Gruppen, die immer miteinander sprechen müssen und wobei die Gewichtung, wer den Hut auf hat, sehr verschieden sein kann. Manchmal gibt es eine sehr dominante Regie, manchmal gibt es einen sehr dominanten Sender, der einfach ein Senderkonzept verfolgt und manchmal gibt es auch sehr starke Produzenten, die sich in dem Prozess in den Mittelpunkt rücken. Und das muss man natürlich moderieren, aufnehmen, verstehen, zuhören, was die Einzelnen wollen, um am Ende die Gruppe mit Vorschlägen so zu beraten, dass im besten Fall alle das Gefühl haben, das ist genau die Besetzung, die wir von Anfang an wollten. Das ist die Besetzung, die wir uns alle vorgestellt haben. Was würdest du sagen, was ist die wichtigste Qualität, die ein Caster mitbringen muss? Zuhören. Zuhören, also quasi Kommunikationsskills. Zuhören und verstehen. Zuhören, verstehen, umsetzen. Okay. Wie wird man Caster, beziehungsweise wie bist du Caster geworden? Ach, es war eine eher zufällige Geschichte, dass irgendjemand kannte mich. Ich war vorher in anderen Berufen tätig gewesen, im Film. Vom Aufnahmeleiter bis zum Produktionsleiter,
Fahrer, war alles dabei. Und irgendwann fragte mich jemand, du kennst so viele Schauspieler vom Theater, kannst du nicht das Casting beim Casting helfen für den neuen Film von Peter Greenaway? Das war damals das Wunder von Macron für die kleinen deutschen Rollen. Da habe ich nur gesagt, ich kenne viele Schauspieler vom Theater, aber ich habe noch nie Casting gemacht. Wir können es aber gerne probieren. Das haben wir probiert. Die gleiche Produktionsfirma hat mir nach dem Film noch einen weiteren englischen Kinofilm angeboten. Und dann kam ich irgendwann mit holländischen Produzenten in Kontakt. Dann habe ich die Castingleitung übernommen von einer holländischen Krankenhausserie, Stadtklinik. Die lief dann mit 159 Folgen auf RTL. Da war ich ein Jahr festangestellt und dreiviertel Jahr festangestellt und habe mich dann mit der Firma Outcast selbstständig gemacht. So wird man Caster. Ich habe das Gefühl, dass... Es gibt aber auch Schauspieler, die in den Castingberuf einsteigen. Es gibt... Die Wege sind vielfältig von meinen Kollegen. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so eine Ausbildung, die du machen kannst und sagst, ich werde jetzt Casting Director, sondern ich habe das Gefühl, dieses, man ist reingerutscht, ist da doch sehr, sehr prägnant. Ja, es gibt keinen Ausbildungsweg. Wir haben auch nie ausgebildet und ich bin eigentlich auch so gut wie nie gefragt worden, ob man bei uns eine Ausbildung machen kann. Wie engagierst du Leute? Also mit welchen Qualifikationen? Kannst du sagen, okay, der und der? Du kannst ja nicht sagen, die und die hat die und die Ausbildung gemacht und deswegen kann ich sie hier gut gebrauchen, sondern... Du meinst unsere Mitarbeiter im Büro? Ja. Nach Bauchgefühl und Kommunikationsvermögen. Okay, also einfach nur Gattefühl. Ja, waren auch völlige Quereinsteiger dabei, die zum Teil viele, viele Jahre, wie Antje Wetenkamp, die viele, viele Jahre und jetzt noch selbstständig als Casting Director arbeitet. Mhm. Was würdest du einschätzen, wie wichtig ist gutes Casting für das Gelingen eines Films? Ich glaube, es war Billy Wilder, der gesagt hat, ein gutes Buch, ein gutes Buch und ein gutes Buch. Und es gibt andere, die sagen, Casting ist alles. Ja. Ich kann mich da nicht festlegen, was jetzt der... Aber ich glaube, auch wenn ich meinem Beruf vielleicht in den Rücken falle, glaube ich, dass ein gutes Buch unersetzbar ist. Ja. Aber Casting ein gutes Buch auch verderben kann. Aber ich glaube, ohne ein gutes Buch kann es niemals ein guter Film werden, auch nicht mit dem besten Cast. Okay. Casting second, Buch zuerst. Meiner Meinung nach. Regisseur irgendwo ganz hinten dran. Dringend nötig. Dringend nötig. Ich würde gerne mit dir den ganzen Prozess von deiner Arbeit so der Reihe nach durchgehen. Aber nun ist es jetzt so, dass deine Arbeit ja zwei Hauptansprechpartner haben. Auf der einen Seite deine Auftraggeber, das wären jetzt Produzenten, Redakteure, Vertrieb. Und auf der anderen Seite Schauspieler. Und deren Agenten. Und deren Agenten, genau. Und ich würde gerne, weil das so doch zwei verschiedene Welten sind, zwischen denen du hin und her. Wobei Casting ganz eindeutig auf der Seite der Produzenten und der Regisseure und der Verleiher und Redakteure steht. Okay. Weil wir suchen für den Filmhersteller die beste Besetzung. Genau. Deswegen ist auch der Begriff, der so häufig vorkommt, Casting-Agent, ein wahnsinnig verwirrendes Wort, was wir auch versucht haben, im Casting-Verband so gut wie es geht auszumerzen und das Wort des Casting-Agenten auszulassen, weil es eben die beiden Seiten komplett durcheinander bringt. Der Agent arbeitet eindeutig und auf Bezahlung des Schauspielers für den Schauspieler. Mhm. Unser Job ist die beste Besetzung für den Regisseur und den Produzenten. Dein Auftraggeber und dein Geldgeber ist quasi, genau. Und ich würde gerne, weil es diese zwei Seiten gibt, deine Arbeit erstmal von der einen Seite beleuchten und dann die andere Seite. Also das Arbeiten mit Schauspielern und das Arbeiten mit Regie, Produktion und Vertrieb. So, und jetzt würde ich gerne erstmal so von dir wissen, wie sieht denn deine Zusammenarbeit mit Regie, mit Redaktion und Co. aus? Also, du kriegst den Auftrag. Wie geht's dann weiter? Was ist der nächste Schritt? Im nächsten Schritt würde ich mal einfach mal 2, 3, 4, 5 Vorschläge mal machen, um mal zu sehen, haben wir ein grundsätzliches Verständnis von der Richtung? Aber dann auch schon relativ bald in eine erste Besprechung gehen mit den Vorschlägen für die Besetzung der wichtigsten Rollen. Liest du vorher erstmal das, also wie sieht deine Vorbereitungszeit aus? Liest du das gesamte Drehbuch?
Das ist unvermeidbar. Keine Ahnung, also nur als Frage. Also quasi, ja. Und du bist dann quasi für jede einzelne Rolle machst du quasi 5 oder 10 Vorschläge? Das lässt sich nicht verallgemeinern, ob 3, 5 oder 10. Und manchmal müssen es auch, wenn es für die Vorbereitung einer neuen Serie geht, kann es auch noch viel, viel größer werden. Mhm. Okay. Das größte Casting, was ich glaube ich hatte, wir sprachen insgesamt über 600 Schauspieler, also 600 Schauspieler hatten ein E-Casting gemacht, 60 haben wir mit dem Sender besprochen, 15 hatten wir dann wirklich zur Audition eingeladen. Und wie immer hat nur eine die Rolle gespielt. Ja. Das ist ja auch das Gemeine und Tragische bei Casting, dass auch Schauspieler oder auch eine gute Nachricht für Schauspieler, dass auch der Schauspieler, der nicht genommen wurde, unter Umständen sehr positiv wahrgenommen wurde, weil sonst wäre er gar nicht am Ende auf Platz 2, 3 oder 4 gelandet. Und man hat ihn wirklich ernst, irgendwann muss man sich entscheiden. Man muss sich irgendwann festlegen. Und der am Ende auf Platz 2 oder 3 gelandet ist, wäre genauso gut gewesen. Wer trifft die finale Entscheidung bei diesen Prozessen? Ist es die Redaktion? Ist es der Vertrieb? Ist es die Regie? Das ist eine Gemeinschaftsentscheidung. Und das, wie gesagt, das hängt wirklich davon ab, wer bei der jeweiligen Produktion die stärkere Gewichtung hat. Aber im Idealfall ist es eine gemeinsame Entscheidung. Oder oft ist es eine gemeinsame Entscheidung. Man steht da, sagt, hier sind die Vorschläge, jetzt legen wir uns fest und dann legen wir uns gemeinsam fest. Und natürlich, diese Entscheidungsfindung ist natürlich für uns auch ein Backup, weil es kann natürlich jederzeit sagen, dass der Schauspieler, den wir jetzt haben wollen, den wir auf 1 haben, dass er entweder dann doch belegt ist, dass er die Rolle absagt, wenn wir ihm das Angebot machen. Und dann haben wir natürlich die Backups. Also die Nummer 2, der jetzt gerade eben noch keine Rolle hatte, wird unter Umständen zur Nummer 1, ohne dass er es erfährt. Dass er Nummer 2 war. Warum auch? Aber wie siehst du denn da deine Arbeit? Bist du dann eher so einer, der sagt, ich besorge dir genau das, was du brauchst? Oder ich möchte dich auch überzeugen von Vorschlägen, wo du sagst, das wäre doch eigentlich passender für die Rolle? Sowohl als auch. Es gibt beide Varianten. Es gibt auch manchmal wirklich Vorschläge, die beteiligte Gruppe eben zum Beispiel auch gar nicht kennt, ich spreche da jetzt für die Gruppe der Casting Directors, eben aus dem Theater kennen oder aus welchen Gründen auch immer wissen, dass der genau richtig wäre und dann auch wirklich auch im Einzelfall auch schon mal dafür kämpfen, dass wir ihm oder ihr zumindest noch eine Chance geben, sie auch noch zum Casting mal einzuladen, auch wenn zum Beispiel das Demomaterial nicht überzeugt. Also man ist manchmal schon sehr überzeugt von einem Vorschlag und versucht dann auch für den zu kämpfen. Okay, dann bist du quasi der Ritter und der Advokat. Ja. Sozusagen. Wie sehen diese Castingrunden eigentlich genau aus? Also im Endeffekt, Auftrag ist erstellt worden. Jetzt machst du wahrscheinlich einen Aufruf. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Aufruf ist ein Vorgang, der in Deutschland noch nicht sehr weite Verbreitung gefunden hat. Also das ist im angelsächsischen Raum, ist der Aufruf ein durchaus gängiger Vorgang. Hier im deutschsprachigen Bereich hat man, der sehr Unterschied ist, wir haben alle Archive gehabt, bis die digitalen Archive aufgelöst wurden. Heute greifen wir auf das Gesamtverzeichnis der Datenbanken zurück. Das heißt, wir sind im angelsächsischen Raum, hat es immer anders funktioniert. Es wurden die Breakdowns rausgeschickt an die Agenten der zu besetzenden Rollen und dann haben die Agenten kurzes, wegwerffähiges Material geschickt. Also keine teuren Bilder, sondern nur Prints. Und das im großen Stil. Also Hollywood war eine zeitweise eine riesige Papiererstellungs- und Vernichtungsmaschinerie. Da empfehle ich wirklich mal die Dokumentarfilm auf der Casting Couch. Das ist sehr fantastisch, weil am Behind Schluss. The Couch. Behind the Couch, genau. Behind the couch. Wo am Schluss wirklich Tonnen an Papiermaterial weggeschmissen werden, nur um eine Folge von einer Serie zu machen. Und da ist aber der angelsächsische Raum mit den Ausschreibungen, mit den Breakdowns einfach völlig anders als hier. Hier hatten wir früher, deswegen waren wir immer so bedeckt mit den Sachen, die wir zu besetzen haben, weil dann wir hatten die Unterlagen ja im Zweifelsfall schon im Original bei uns in der Kartei mit einem Handabzugsfoto. Und dann haben sich aber Schauspieler benötigt gefühlt, nochmal dieses teure Material zu schicken, was wir eh schon haben. Und also hier ist der Casting Director
geht in der Regel erstmal selbst auf die Suche und macht sich mal das Drehbuch gelesen, hat erstmal, blättert wirklich dann in der Datenbank hunderte und oft sogar tausende Schauspieler durch und arbeitet sich mit der Rolle im Kopf durch das Verfügbare, grenzt die Rolle entsprechend ein, nach dem, was gesucht wird. Und das ist richtig Arbeit. Das heißt, du sitzt quasi abends da vor deinem Computer. Tagsüber. In meinen Arbeitszeiten. In deinen Arbeitszeiten und scrollst wirklich einfach einen Filmmakers-Eintrag nach dem nächsten durch. Ja. Und das machen ganz viele Kollegen so. Wird man da nicht irgendwann kirre? Wo ist der Unterschied? Ich muss suchen, weil... Ja, ja. Das ist natürlich auch ein ganz großes Missverständnis. Viele Schauspieler glauben ja, uns würden Ideen zufallen. Aber machen wir uns das vor, wir reden hier von 30.000 Schauspielern. Mir fallen natürlich beim Lesen des Drehbuchs Namen ein. Und die schreibe ich mir auch auf, also die ersten Ideen dazu. Aber wenn ich mich auf die ersten Ideen verlassen würde, würde ich schon lange nicht mehr gecastet haben. Ja. Weil ich muss mich dann auf die Suche machen nach denen, die mir nicht eingefallen sind. Und das ist, wenn wir reden hier von Tausenden von Schauspielern, es können dir nicht alle einfallen, die auf eine Rolle passen. Und das ist halt, der Unterschied, es ist genau dasselbe. Früher stand ich vor, da könntest du auch fragen, hattest du dich früher nicht kirre gemacht, da stand ich vor den Leitsordnern und habe geblättert und geblättert und geblättert. Und heute macht man das in der Datenbank. Ich muss aber die Sachen, die ich in der Datenbank habe, nicht wieder irgendwohin zurücksortieren, es nimmt keinen Platz weg. Es geht einfach schneller auch. Kommt oft diese Frage oder Anfrage, dass man frische Gesichter haben möchte für die Produktion? Oder will man eher zurückgreifen auf Bekanntes? Auch das ist sehr verschieden und den verschiedenen Moden geschuldet. Also es gab in der ARD eine Gruppe, da wurde eine Zeit lang sehr mit den typischen Gesichtern gecastet. Es gibt Sender, da wollten die Redakteure schon gerne sehen, dass ihre Sendergesichter, wie man es dann nannte, bitte auch immer wieder dabei sind. Ich glaube, das hat sich heute auch gerade auch mit den Streaming-Anbietern komplett geändert, weil natürlich die Erwartungshaltung an bekannte Gesichter ist natürlich bei einer internationalen Auswertung überhaupt nicht mehr relevant. Da brauche ich dann einfach gute Gesichter, spannende Typen, richtige Besetzungen und nicht Modebesetzungen des jeweiligen Senders. Wenn du jetzt einen Filmemacher vor dir hättest, der jetzt gerade seinen ersten Independent-Film machen wollen würde oder sein erstes Filmprojekt oder seine ersten Filmprojekte realisieren, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, worauf ein Regisseur achten sollte, wenn er einen Schauspieler castet oder eine Schauspielerin? Am Ende geht es doch nur um eine Sache. Authentizität. Authentizität, Authentizität, Authentizität. Ja, am Ende ist es doch so. Glaube ich dem der Schauspielerin die Rolle? Oder sehe ich eine Person, die auswendig gelernten Text spricht? Okay. Das ist das ganze Geheimnis. Okay, und was ist mit so Sachen wie, ob die Chemie stimmt von wegen, ob er auf die Schauspielführung gut reagiert oder ob man mit der Person gut arbeiten kann? Deswegen ist eine Audition und das Zusammenarbeiten auch wirklich wichtig, weil die beiden gehen dann, zumindest bei einer großen Rolle, auf eine längere Strecke gemeinsam. Und das macht natürlich wahnsinnig viel aus, wie die Chemie zwischen dem Spielführer und den Schauspielern funktioniert. Man sieht es ja schon bei Fotografen. Also es gibt hervorragende Fotografen, die mit manchen, wo sich eine Beziehung aufbaut zwischen Fotograf und Schauspieler. Und es entstehen wunderbare Bilder und der gleiche Fotograf wird mit der nächsten Schauspielerin nicht warm und die Bilder versanden. Wie muss sich jemand, der das sich noch nie gesehen hat, wie muss man sich einen Audition-Prozess vorstellen? Ja, irgendwann kommt der Anruf vom Casting Director, seiner beauftragten Person oder seiner Agentur oder ihrer Agentur. Und wird zum einen das Interesse avisieren, eine Zeitanfrage stellen, sowohl für den Dreh, könntest du an diesem Dreh überhaupt rein technisch teilnehmen? Weil ich brauche niemanden zu einer Audition einzuladen, der zum Drehen keine Zeit hat, versteht sich von selbst. Okay, wenn die Parameter geklärt sind, dann wird der entsprechende Audition-Termin abgestimmt. Bei manchen Rollen gibt es das, und die natürlich auch je größer die Rolle, das ganze Drehbuch zu lesen. Bei manchen Rollen wird nur die jeweilige Szene mit einer Synopsis des Buches verschickt.
Ganz verschieden. Und dann traditionell lernt die Schauspielerin die Rolle dann, bereitet seine Rolle vor, kommt zur Audition, hat dort entweder mit einem originalen Spielpartner zu tun oder mit einem sogenannten Anspielpartner, der nur dafür da ist, in dieser Audition, die oft in kleineren Räumen als diesem hier stattfindet, die Szene mal eben zu spielen und möglichst authentisch zur Überzeugung zu bringen. Und aus den vielen guten Möglichkeiten, dann haben wir wieder das Problem, dass wir aus den guten Möglichkeiten also der Verein entscheiden müssen. Wie viele Variationen kann so ein Schauspieler anbieten? Nur eine? Oder auch mehrere? Auch mehrere. Also Schauspieler haben mich, es gibt da kein richtig und kein falsch. Also ich glaube da, dass man als Schauspieler auch mutig in eine Audition reingehen sollte und auch seiner Figur vertrauen, die man beim Lesen, also mich hat oft genug in einem Casting, waren es gerade die mir einen Blick auf die Rolle ermöglicht haben, die ich selber noch gar nicht hatte. Oder auch der neben mir sitzende Produzent noch nicht hatte. Das sind natürlich dann die auffallen, wo man auch überrascht ist. Weil das ist ja im Castingprozess ist es ja auch für den Produzenten und den Regisseur oft das erste Mal, dass dieses geschriebene Wort irgendwie zu Leben erweckt wird und uns plötzlich nochmal ganz neue, unter Umständen ganz neue Facetten zur Figur liefern kann. Also der Schauspieler, die Schauspielerin kann da durchaus auch mit Mut und Werf an die Sache rangehen. Also quasi der Rat darf nicht sein, von wegen versuch nur, überleg, was die anderen haben wollen, sondern mach deine Variation. Da die anderen ja noch gar nicht wissen, was sie wollen. Wir stehen am Anfangsprozess einer Besetzung. Da wissen alle Beteiligten noch nicht ganz genau, wo der Hase hinläuft. Und oftmals hat sich auch nach dem Casting und durch die Besetzung dann auch nochmal Veränderungen bei der Figur ergeben. Dass man sagt, wir haben hier neue Facetten entdeckt, die wir jetzt auch noch ins Buch aufnehmen. Also insofern, wenn schon die es entscheiden müssen, doch gar nicht genau wissen, wo die Reise hingeht und sie auch noch unbereit sind, sich überraschen zu lassen, kann ich doch nicht als Schauspieler sagen, ich möchte etwas erfüllen, was überhaupt nicht definiert ist. Du würdest also sagen, Schauspieler sollten auch mit einer Gestaltungsfreude reingehen in die Absolut. Ausbildung. Natürlich, du machst ja auch immer erstmal eine erste Textprobe, ohne große Regieanweisung, dann machst du mal einen Durchlauf, dann drehst du das Ganze mal komplett auf links, dann kommt ja auch die Regiearbeit dann ins Spiel, entweder durch den anwesenden Regisseur oder durch den Casting Director. Aber natürlich ist die eigene Idee zur Figur, die der Schauspieler hat, eine wahnsinnig wichtige. Und die wird noch wichtiger, wenn der Schauspieler nicht zu einer Live-Audition eingeladen wird, sondern zu einem E-Casting. Weil da gibt es eben keine zweite, dritte und vierte durch einen Regisseur erarbeitete Fassung, sondern da ist es dann halt wirklich die eigene. Und die sollte dann, je mehr ich an meine Figur glaube, die ich entwickelt habe, umso authentischer wird sie auch funktionieren in der Darstellung. Ja. Bryan Cranston, also der Darsteller von Walter White in Breaking Bad, hat mal gesagt, deine Aufgabe als Schauspieler ist bei einer Audition nicht zu gucken, was der andere will, sondern hier ist meine Variation. Absolut. Abspielen, bedanken und dann gehen. Das wäre darin würde die meiste Kraft liegen bei Auditions. Absolut. Ja. Also nicht einfach gehen, wenn dann der Regisseur noch eine Variante haben will. Würde ich als Schauspieler nicht gehen. Nein, aber im Sinne von, hier ist meine Variation. So würde ich das interpretieren und die Korrekturen können ja dann immer noch später vom Regisseur kommen. Absolut. Wenn er noch was machen kann. Nein, da gebe ich dem Herrn völlig recht. Was würdest du sagen, was sind so die größten Fehler, die Produzenten und Regisseure beim Castingprozess machen? Ein Riesenproblem ist, dass immer wieder, dass auch bei kleinen Rollen auf große Namen geschielt wird, ohne dass man das Budget überhaupt nicht in der kleinen Rolle hat. Geschweige denn, der große Name an dieser kleinen Rolle nicht unbedingt Interesse hat. Mhm. Da werden dann schon mal für die Tagesrolle kannst du nicht mal anfragen, wo der Casting Director genau weiß, das brauchen wir gar nicht anfragen, weil A, wir haben das Geld nicht, B, er wird es nicht, er oder sie wird es nicht spielen. Also dieses Schielen nach den Selling Faces bis in die kleinsten Nebenrollen, es ist ja auch Unsinn. Die Serienfolge ist nach 45 Minuten erzählt.
Ich muss nicht in Minute 42 einen teuren Schauspieler in einer Fünfsatzrolle aufbieten. Das wird dem Erfolg der Serienfolge. Es wird wahrscheinlich dann die Überlegung quasi sein, von wegen, dann kriegen wir noch mehr Zuschauer dahin. Genau. Weil das sind Leute, das sind Gesichter, die kennt man. Also dein Rat wäre, vertraut mehr auf neue Gesichter, vertraut den Casting Directors, die auch wissen, was die sich hinter den Ecken noch findet. Und die haben alle sehr spannende noch in der Schauspieler in der Hinterhand oder nicht nur in der Hinterhand, ganz offen. Aber die sind manchmal einfach nicht. Da sind manchmal Schauspieler dabei, die schlägst du. Also es gab Schauspieler, die habe ich jahrelang vorgeschlagen, bis dann irgendwann der plötzlich die richtige Rolle hatte, alle ihn wahrgenommen haben, auch die Produzenten, auch die Regisseure. Und plötzlich war der gehypt und jeder wollte ihn. Ja. Oder sie. Ja. Und wir haben halt auch super viele talentierte Schauspieler in Deutschland, die auch noch gar nicht bekannt sind. Also die auch. Ja, was ich eben auch gesagt habe, also es gibt halt eben der Besetzungsprozess, man redet im Besetzungsprozess halt eben über verschiedene Schauspieler in verschiedenen Konstellationen, manchmal auch so, also das heißt, viele Schauspieler, die immer das Gefühl haben, bei mir passiert überhaupt nichts, sie kriegen es auch gar nicht mit, sie kriegen ja diesen Prozess des Vorschlagens und Diskutierens, sie kriegen es ja erst mit, wenn der Anruf kommt, du, wir hätten dich gerne zu einer Audition, du, wir hätten hier ein Angebot für dich. Das passiert aber nur bei den wenigsten. Aber all die anderen, also wir haben es mal analysiert bei Filmmakers, lagen weit mehr als 50% der Schauspieler in einem oder in mehreren Vorschlagsordnern zur selben Zeit. Also es ist nicht so, dass da nur kleine Teile ständig irgendwie um den großen Kuchen der Besetzung kreisen, sondern es sind wirklich, da spielen auch ganz viele mit, aber sie kriegen es halt einfach oftmals nicht mit. Sie legen zum Teil in 10 Vorschlagsordnern. Aber es kann halt eben, und das Tragische des Castings, immer nur einer spielen. Ja. Und das ist manchmal wirklich schade. Aber oft ist es dann auch so, dass man dann halt eben, wenn man, und das gilt dann eben auch für die Produzenten und Regisseure, dass man auf diese Entdeckungen, die man hatte, aber nicht besetzen konnte, unter Umständen beim nächsten Film oder bei der nächsten Folge zurückgreift. Hast du auch so Leute, wo du denkst, boah, ich wünschte mir, die würden spielen, aber sie kriegen seit Jahren keine Jobs? Ja, natürlich. Und ein ganz toller Effekt ist ja auch beim E-Casting, dass Schauspieler, die vielleicht noch ein schlechtes Demoband haben, da die Chance haben, wahrgenommen zu werden. Es ist ja oftmals nicht bei allem, was wir tun, ja nicht nur für die eine Rolle, sondern auch, ich habe ja noch andere Rollen zu besetzen. Und oftmals ist mir oft genug auch mit E-Castings passiert, dass Schauspieler, oder auch bei Auditions, dass man sagt, okay, der ist jetzt nicht der passende Schauspieler für die Hauptrolle, aber da haben wir doch noch den besten Freund. Und plötzlich kommt der Schauspieler und läuft mit einer ganz anderen Rolle aus der Audition raus. Und so ist es bei E-Castings auch. Ich habe ja nicht nur ein Projekt, sondern mehrere Projekte parallel besetzt, dass dann Schauspieler, die für die eine Rolle ein E-Casting hochgeladen haben, mir plötzlich aufgefallen sind. Ich weiß, dass es bei Kollegen genauso ist. Und so mit dem E-Casting überzeugt haben, aber nicht für die Figur, sondern für ein ganz anderes Projekt. Also das ist... Es ist ein flüssiger Prozess. Es ist nicht absolut. So, nur weil einmal es nicht geklappt hat, ist man raus für immer, sondern eigentlich. Überhaupt nicht. Und der Casting-Director ist dann quasi so ein bisschen auch der Advokat sozusagen. Aber gehen wir doch mal in diesen Teil deiner Arbeit rein, also die Arbeit mit den Schauspielern. Ja? Und ich glaube, also wenn ich das von Schauspielern und Schauspielerinnen, die ich kenne, so richtig verstanden habe, kommt dann irgendwann der Zustand, du hast Schauspielschule gemacht, du hast auch Theater gemacht und irgendwann schreibst du die sogenannten Caster-Mails. Ja. Genau. Dann reden wir mal darüber. Wie oft sollte man so etwas schreiben und was sollte da auf... Also gehen wir erstmal nur auf die Struktur. Erstmal nur auf die Struktur. Was soll da rein und wie oft sollte man eine Caster-Mail an dich schreiben? Es gibt dafür keine Regel. Ja. Es gibt kein, das soll man, das muss man, aber wichtig ist, es zu tun. Marketing für Schauspieler ist wahnsinnig wichtig.
bei bekannten Namen übernehmen das dann ein bisschen auch, übernimmt das natürlich dann auch die regelmäßige Präsenz im Fernsehen, ein bisschen die Form des Marketings. Wenn ich aber nicht regelmäßig im Fernsehen zu sehen bin und auf jeder zweiten Besetzungsliste stehe, dann muss ich ein bisschen was für mich tun und das kann der Agent nicht alleine leisten. Also letztendlich ist ja der, wenn ich als Schauspieler an diesem Anfang, wo mich noch nicht jeder kennt, ein unbeschriebenes Blatt. Und ich muss also dieses unbeschriebene Blatt, ich muss irgendwann dafür sorgen, dass die Branche mich zur Kenntnis nimmt und anfängt, etwas mit mir zu verbinden. Das heißt, dass am Ende der... Wenn ich dir heute sage, ich nehme jetzt mal keinen jungen Kollegen, ich nehme jetzt mal einen älteren Kollegen, wenn ich dir jetzt sage, Heiner Lauterbach, dann hast du ein Gesicht. Habe ich ein Gesicht, dann weißt du genau, das ist Heiner Lauterbach. Und wenn ich dir ein Gesicht von ihm zeigen würde, wüsstest du, welchen Namen du drunter schreiben musst. Genau. So, das ist im Prinzip der Zustand. Das muss noch nicht bei allen, das muss auch nicht bei meiner Mutter irgendwie klappen, aber es sollte, im Idealfall sollte es bei den Casting Directors klappen. Und dann kommen wir dann zu dem Magic Moment, zu dem wir dann später noch kommen, der Moment, wo es zur Besetzung kommt, dass der Caster in der Vergangenheit, in der analogen Zeit, beim Blättern im Leitsordner, gab es halt den Moment beim Blättern, wo ich jemanden wiedererkannt habe oder ich irgendetwas mit ihm verbinde. Und das ist auch völlig, es kann auch alles Mögliche sein. Das kann irgendwie das Kochrezept sein, was wir gesprochen haben, der Auftritt am Schauspielhaus Düsseldorf in der vorletzten Woche, der kleine Auftritt in irgendeinem Tatort vor 3 Monaten, das Gespräch am Dresen auf der Berlinale. Irgendwas, irgendeine Verbindung zwischen diesem Bild und mir. Und das muss ich natürlich unterstützen als Schauspieler. Deswegen schreibe ich diese Mails, um diese Awareness zu erzielen, damit dann, wenn der Casting Director wieder hunderte und tausende Schauspieler in der Datenbank durchschaut, dann hoffentlich in dem Moment zuckt, hängen bleibt, kenne ich. Und sich die Frage stellt, ist da was für die Rolle, ja oder nein? Mhm. Und nicht einfach drüber hinweg geht, als kenne ich nicht. Also Awareness erzielen, das ist ja... Will heißen, Marketing soll darauf, da quasi für Schauspiel darauf abzielen, irgendwie in deine Psyche reinzukommen. Absolut. Klingt es ganz blöd und klingt jetzt nach Manipulation oder so, aber es ist halt so, es muss bei dir hängen bleiben. Absolut. Und dann ist die, und wenn es hängen geblieben ist, ist die Chance schon ungleich größer, in dem nächsten Besetzungsordner zu landen, wenn die Rolle passt. Das immer vorausgesetzt. Na klar, du hast ja auch nicht, das ist ja auch der Punkt, du hast ja nicht die letzte Entscheidungsgewalt. Du schlägst ja nur vor, du bist ja quasi nur der Torwächter. Aber das ist schon mal ein großer Schritt, ob du irgendwie unter 15 Vorschlägen bist oder ob du weiter... Du hattest zum Thema Marketing, also das passt jetzt gerade gut, du hast einen Aufsatz geschrieben und der hat den netten Titel "Ein Schauspieler ist keine Tütensuppe" und den verlinken wir euch natürlich auch nochmal hier unter dem Video. Könntest du vielleicht mal ganz kurz grob erklären, was die Aussage von deinem Aufsatz hier war, also was du damit sagen wolltest? Der hatte auch noch einen Untertitel, ein falscher Satz. Müsste ich nachschauen. Das habe ich jetzt auch nicht mehr. Es ging auf jeden Fall um die Sachen, die man eventuell machen soll, nicht machen soll. Es geht erstmal grundsätzlich um die Awareness. Ich muss also diese versuchen, durch meine Kommunikation bei dem Schauspieler irgendwo da reinzukommen und einfach beim Casting Director wahrgenommen zu werden, damit der mit mir etwas verbindet. Das ist der, das kann ich jetzt, letztendlich ist es, ich habe auch einen Vergleich gezogen mit Werbung. Ja, genau. Daher auch die Tütensuppe. Das heißt, ich habe unter Umständen meine bevorzugte Tütensuppe. Die gehe ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, kaufe ich mir die unter Umständen, weil die ist mir vertraut, ich kenne sie gut, ich finde sie schmackhaft. Jetzt ist aber die Aufgabe der Werbung, an irgendeinem Plakat mich in irgendeiner Form für ein anderes, für eine Konkurrenz, und viele andere nehme ich überhaupt nicht zur Kenntnis. Ich greife immer zum selben Warenprodukt. So, was soll Werbung machen? Sie sollen mich für etwas anderes interessieren. Das macht sie entweder, indem sie mir ein gutes Gefühl vermittelt, informativ ist. Es muss auf jeden Fall interessant sein. Ich muss Lust bekommen, mal nicht zu meinem vertrauten Produkt zu greifen, sondern mal neben dran zu greifen. Und auch Schauspieler. Wenn man sich die Besetzungslisten von Castern ansieht,
Das kann man tun auf IMDb oder Crew United oder wird man sehen, dass es Schauspieler gibt, die bei manchen Castern häufiger in Besetzungslisten stehen als andere. Da ist doch, das ist doch überhaupt nichts Böses. Sondern wenn ich mit einem Schauspieler eine gute Erfahrung gemacht habe, sowohl von der Performance als auch von der Zusammenarbeit mit der Agentur, dann greife ich da natürlich gerne wieder zu. Es ist halt reine Psychologie auf diesen Weise. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist halt einfach, man muss aber... Ich gebe noch einen wichtigen Punkt, den du noch eingebracht hast. Also sie soll sympathisch wahrgenommen, also jemand, Werbung ist gut, also ich zitiere dich, ja. Werbung ist gut, dann nehmen wir sie wahlweise als Marke wahr, sympathisch wahr, informativ wahr. Was meinst du mit Marke, wenn es um Schauspieler geht? Letztlich ist ein Schauspieler auch eine Marke. Und zwar eine sehr unverwechselbare, die in dem Fall nicht wie ein Produkt an irgendein Logo gekoppelt ist, sondern er hat sein eigenes Logo, nämlich sein Gesicht. Sein Gesicht ist seine Marke, seine Stimme ist seine Marke. Seine Körperlichkeit oder ihre Körperlichkeit, ich muss mich darüber jetzt mal entschuldigen, dass ich so wenig gendere, aber benutze den Begriff Schauspieler im nicht gegenderten... Neutrale Maskulinum. Genau. Diese Wiedererkennbarkeit, alle Voraussetzungen sind schon da. Ich muss es nur irgendwie schaffen, in der Form meiner Kommunikation, wie gesagt, in den Kopf des Casters über kurz oder lang reinzubringen. Es gibt dafür jetzt auch keine Regel, wie oft man das tun muss. Weil ich würde jede Chance nutzen, wenn es etwas zu erzählen gibt, dies als Anlass zu nehmen. Es ist leider, auffallend ist, dass wahnsinnig viele Caster-Mails aus, vielleicht aus Angst oder falschem Respekt angstvoll geschrieben sind und kaum inspirierend. Wie ein Bewerbungsgespräch quasi, also wie so ein Bewerbungs... Die sich wiederholenden Stereotypen, wie haben wir gelernt irgendwie in der Schule, wie muss ein Bewerbungsschreiben aussehen, ich muss meinen Vater, meine Mutter, ich habe mich für ihr Unternehmen interessiert. Wir arbeiten in der Entertainment-Industrie. Das kann auch deutlich, die gleichen Stereotypen, die da lauten, guten Tag, mein Name ist, ich bin Schauspieler, ich war auf der Schauspielschule XY, das kann ich alles in der Vita nachlesen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Person und die Marke kennenzulernen. Da kann man sich wirklich mal, das kann überraschend sein, das kann witzig sein, das kann, ich meine, große Werbeagenturen wie Jung von Matt verdienen Millionen damit, witzig, informativ, auffallend, besonders sympathisch zu wirken. Natürlich macht es Arbeit, sich ein Marketingkonzept zu überlegen oder mal eine Mail, die, ich glaube, ganz einfach, der meines Erachtens falscheste Satz und zu dem ich kann ich überhaupt nicht raten, auch wenn er millionenfach wiederholt wird, ist jegliche Ableitung von, wenn Sie eine Rolle für mich hätten, wenn Sie bei Ihren nächsten Besetzungen an mich denken würden, man kann das beliebig variieren, weil das führt zu folgendem Effekt. Es macht den Schauspieler klein, weil jetzt da fängt der Moment zum, ich bettel jetzt um eine Rolle an und es ist für den Carsten, der es liest, Stress, weil der hat unter Umständen in dem Moment für den Schauspieler keine Rolle. Also er kann diesen Wunsch noch nicht mehr erfüllen. Beide Beteiligten haben Stress und geraten somit überhaupt nicht auf Augenhöhe und keiner hat Spaß dabei. Mhm. Keiner hat auch Spaß, auf sowas zu antworten. Also da kann man sich wirklich mehr trauen. Und frecher sein. Auch frecher sein. Und vielleicht manchmal auch etwas weniger über sich selbst zu erzählen. Denn dieses Ich-Thema wiederholt sich auch in fast allen Bewerbungsmails, in fast allen Caster-Mails. Ich habe, ich will, ich möchte, habe zuletzt, möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich, es ist sehr ich-durchdrungen. Und ich glaube, ein guter Weg ist, um aufzufallen, ist die Ich-Schiene auch mal zu verlassen. Wir hatten ja ein Vorgespräch zu diesem Interview und ich habe das einem befreundeten Schauspieler auch mal erzählt. Und der Kommentar war, das bin einfach nicht ich, dieses so extrem Werbung machen und auffällig sein und so weiter. Was würdest du dann antworten? Das verstehe ich. Das verstehe ich, aber es ist einfach,
ich muss über etwas, wenn ich etwas, es gibt einen Markt für Schauspieler. Wenn ich in diesem Markt etwas anzubieten habe, muss ich auch darüber sprechen, dass es mich gibt, dass ich bereit bin, Rollen auf deutschen Bühnen, Rollen vor Kameras, Rollen in internationalen Produktionen. Der Markt muss mich kennenlernen. Wer sagt, das bin nicht ich, kann ich sagen, ja, dann bist du aber auch nicht für den Markt. Dann, falsche Branche. Wenn du dem Markt keine Chance gibst, dich kennenzulernen, dann hast du keine Chance in dem Beruf. Ja, ist natürlich auch eine Branche, die sehr auf Effekte setzt. Aber es ist natürlich, aber ich verstehe es natürlich auch aus der Angst heraus, die Battlebriefe zu schreiben. Die sind nämlich wirklich nicht schön. Ja. Wenn ich aber, ich hatte dir auch davon erzählt, von dem Schauspieler, der mir irgendwann mal auch mehreren Castern eine E-Mail geschickt hat und hatte nur geschrieben, lieber Clemens, möchte dich auf einen Film aufmerksam machen. War ein deutscher Film, den ich gerade gestern im Kino gesehen habe. Er ist wirklich toll. Es hatte gar nichts mit dem Schauspieler zu tun, weil er hat gar nicht mitgespielt. Das war also kein Hinweis auf ihn und Werbung für sich selbst, sondern war einfach nur die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Und ich weiß natürlich weiß ich bis heute, wer mir das geschickt hat. Weil es so angenehm nicht über ihn war. Aber ich natürlich trotzdem verstanden habe, warum. Weil die ganze Kommunikation, die Schauspieler mit Castern betreiben sie ja nicht wegen meiner schönen braunen Augen, sondern das Ziel ist ja schon immanent, das steht ja im Subtext. Der Subtext ist ja, ich möchte, dass du auf mich aufmerksam wirst, um mir irgendwann eine Rolle zu geben. Du schreibst in deinem Text so schön, vertraut auf die Macht des Subtextes. Genau. Also so. Ja, weil im Subtext, in der Kommunikation, die der Schauspieler aufnimmt, egal was er schreibt, ist doch dieses Thema schon drin. Ich muss gar nicht mehr schreiben, ich möchte eine Rolle von dir, weil das ist schon immanent. Ich gebe dir absolut recht, aber es gibt eine Sache, da habe ich darüber nachgedacht, auch längere Zeit, als du das geschrieben hast. Du sagst, die Kommunikation soll auf Augenhöhe und angstfrei stattfinden. Mhm. Ja? Und natürlich absolut richtig, aber jetzt geh mal in die Rolle eines jungen Schauspielers, einer jungen Schauspielerin. Du hast natürlich auch eine Machtposition für diese Person. Weißt du, was ich meine? Oder ja. Das passiert natürlich nur in dem Kopf des Gegenübers, aber trotzdem, man kennt dich jetzt nicht, man war mit dir noch nicht Kaffee trinken und so weiter, man weiß nicht, wer du bist und natürlich ist da, glaube ich, auch eine gewisse Furcht. Weißt du, was ich meine? Weil ja. Du bist natürlich ein Entscheider, du bist ein Toröffner und so weiter. Wie kann man das überwinden? Ich verstehe, dass es für Schauspieler wahnsinnig schwer ist. Das erstmal zu überwinden, und es wird noch schwerer, wenn du keine Antwort bekommen hast. Wenn du schreibst die ganzen E-Mails und keiner antwortet darauf. Also abgesehen davon, dass natürlich auf eine belanglose Guten Tag, mein Name ist, ich bin Schauspieler, ich auch wenig Lust habe, darauf zu antworten. Auf eine originelle, auf eine Schreiben, was mit mir zu tun hat oder was mit dem Schauspieler oder mit einer oder eine Gratulation zu meiner letzten Besetzung oder was auch immer. Es geht nicht darum, dass das nicht Fishing for Compliments. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist einfach mal auf eine andere Beziehungsebene zu bringen, als immer nur dieses Ich schreibe über mich. Mach ein Gesprächsangebot, mach ein Kommunikationsangebot. Und auf ein Kommunikationsangebot würde ich auch sofort einsteigen. Ich weiß aber, dass viele meiner Casting-Kollegen nicht antworten oder manche nicht antworten. Das kann man aber nur sagen. Wir können diese Situation nicht auflösen. Aber ich weiß, dass viele meiner Kollegen total entspannte, lustige Menschen sind, die an der Machtposition überhaupt nicht interessiert sind, sondern einfach nur an guten Besetzungen. Und für uns ist jeder Schauspieler, den wir wahrnehmen und wo wir sagen, der ist cool, ist ja für uns eine Bereicherung. Wir wollen ja. Das ist so ein Widerspruch. Also oft gibt es die Behauptung, Caster wollen mit Schauspielern gar nichts zu tun haben. Und das kann ich komplett negieren, weil das ist unser Kapital. Für diese guten Vorschläge, für die Ideen, die auch mal abseitig sind, dafür zahlt man uns Geld. Wir müssen also gefüttert werden. Wir freuen uns über jede Entdeckung. Über jede einzelne Entdeckung freuen wir uns. Und deswegen freut sich jetzt letztendlich auch jeder Caster über die E-Mails, die er bekommt, um neue Leute kennenzulernen. Aber wie gesagt, besser ist sie nicht nur einfach langweilig zu bekommen, sondern auf eine Art und Weise, die auch eine Nachhaltigkeit hat, die irgendeine Verbindung schafft. Schätzt du deine Caster-Kollegen gleich ein, was so Pattern, also man sagt, in der Psychologie nennt man das ja ein Pattern Interrupt. Mhm. Das bedeutet, man hat ein Muster bekommen, das man immer wieder und immer wieder sieht. In deinem Fall wäre das psychologisch, du siehst immer wieder die gleiche E-Mail.
Und wenn man spricht, man von Pattern Interrupt, bedeutet, irgendwas bricht plötzlich das Muster. In deinem Fall wäre es eine lustige Caster-Mail oder nette Caster-Mail oder irgendetwas anderes. Und deswegen erinnerst du dich daran. Ich habe mit ein paar Kollegen darüber gesprochen, denen geht es ganz genauso. Okay. Die sagen auch natürlich, wir sind doch froh über jede einzelne E-Mail. Eine E-Mail ist doch besser, wenn sie mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, als dass sie mich langweilt. Ich kann natürlich auch eine E-Mail so gestalten, dass sie niemandem wehtut, aber dann mache ich doch lieber irgendwas, was mit ein bisschen mehr Bums hat und vielleicht von 10% nicht positiv wahrgenommen wird und bei 90% ein Lächeln. Also die 90% Lächeln im Gesicht haben einen größeren Effekt als 100% egal und hat Hauptsache keinem wehgetan. Es gibt so einen schönen Satz von Harpe Kerkeling. Entweder es ist schrecklich oder es ist toll, aber nett ist eigentlich das Todesurteil. Ja? Also so nach diesem Prinzip von wegen, die Sachen, die irgendwie in dieser grauen Safe-Zone versanden dann auch. Und das betrifft, und da sind wir wieder, schließen wir den Bogen zu vorher, das betrifft nicht nur die Bewerbung, das betrifft auch die Audition und das E-Casting. Also quasi... Nett sein reicht nicht. Mutig. Nett sein ist nicht genug. Jetzt mal vielleicht eine Information, die auch interessant ist. Was würdest du sagen, wie viele E-Mails bekommst du pro Tag, pro Woche, pro Monat? Ich könnte jetzt nachgucken, aber ich würde sagen, also pro Tag zwischen 20 und 40. 20 und 40, okay. Also quasi knapp 100 und mehr. Es ist schon einiges. Und da muss man auch irgendwie immer sich durcharbeiten. Ja. Okay. Gut. Also, wir haben über Pattern Interrupt gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man sich auch mal was trauen sollte. Und ich hoffe, dass das jetzt in den Podcast mit reinkommt. Wenn ihr es seht, dann ist es offensichtlich drin. Wir wollen mal Beispiele uns angucken, wo du gesagt hast, das war richtig gut. Mal komplett was anderes. Und ich hoffe, dass das jetzt alles klappt. Das heißt, wir gehen in seinen PC hinein. Wir zeigen das als Insert. Und du kommentierst mal, wer das war und warum dich diese E-Mails bis hier heute in Erinnerung geblieben sind. Dann spreche ich mal hier von der ersten. Wie man hier sieht, sehen wir eine Betreffzeile. Die Welt geht unter. Ach, macht doch nichts, hier kommt der Guckbefehl. Das ist erstmal irritierend im ersten Moment. Was will die? Ich kenne natürlich den Namen der Schauspielerin, aber worauf will sie raus? Kanntest du ihn schon, bevor du diese E-Mails bekommen hast? Also wusstest du schon, wer das ist? Damals kannten wir uns noch nicht so gut. Das war ziemlich am Anfang. Inzwischen kenne ich sie besser. Aber das war auf jeden Fall schon ein Hingucker. Wenn jemand anfängt, jemand eine E-Mail, nach all diesem guten Tag, mein Name ist, ich bin Schauspieler, 35 Jahre alt, ist es doch was anderes, wenn plötzlich jemand die E-Mail anfängt, wenn ihr euch über Trump, Putin, den Brexit oder den vorweihnachtlichen Hüftspeck ärgert. Ja, ich glaube, da hat sie sofort auch eine Verbindung zu den meisten geschafft, weil ich glaube, mit Trump, Putin, Brexit und dem vorweihnachtlichen Hüftspeck haben wir alle irgendwie unser Thema laufen. Und dann einfach charmant dazu übergeht, dass sie eine Rolle gespielt hat und darauf hinweisen will, was sie aber dann in unglaublich sympathisch dann auch noch die Kleinigkeit der Rolle, meine Rolle ist überschaubar, aber gerade deshalb unfassbar bedeutend, dann hat das einfach eine schöne leichte Selbstironie. Und macht das Ganze auch nicht größer, als es sein soll. Sie sagt letztendlich, es ist nur eine kleine Rolle, aber ich habe einen Grund gehabt, euch mal wieder eine E-Mail zu schreiben. Da ist auch nur wieder der Grund, eine E-Mail zu schreiben. Das war wirklich keine Rolle, für die man unbedingt den Fernseher einschalten muss. Aber sie hat einfach, das ist ein charmanter Weg zu sagen, hallo, es gibt mich. Ich bin noch aktiv, sozusagen. Und es ist auch nicht besonders lang, das fällt auch auf. Es ist einfach nur wirklich eigentlich paar Absätze mehr. Aber ja. Okay. Reden wir mal ganz kurz über Länge. Wie lang sollte es eine Mail sein an dich und wie kurz? Naja, die Frage ist doch immer, womit kriege ich den geneigten Leser gehookt? Also eine E-Mail, die anfängt, mein Name ist, ich bin 28 Jahre Schauspieler aus Berlin.
Da ist mein Interesse weiterzulesen, geht da schon in der ersten Zeile so langsam in den Keller runter. Und wenn du sagst, es sind drei weitere Absätze, durch die du dich durcharbeiten musst, sagst du so, oh, lieber nicht. Ja. Mhm. Hier bin ich vom ersten Moment an, will ich wissen, wie die Geschichte weitergeht. Mhm. Unsere Geschichte ist doch, wir nennen uns Kreative, auch Schauspieler nennen sich Kreative. Wir reden von Storytelling. Mhm. Und letztendlich ist es doch hier auch Storytelling. Und das ist doch, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Ding, dann kann ich nur sagen, hey, denk doch mal über Storytelling nach. Ja. Das ist doch genau das, was dein Beruf ist, Geschichten zu erzählen. Ja. Und diese Geschichte muss ich auch erzählen. Ich muss den Leser an die Hand nehmen, damit er das liest, was ich verfasst habe. Weil Schreiben ist ja auch ein kreativer Vorgang. Ja. Es ist eine Hook. Also, es ist eine Hook. Es geht um den Hook. Genau. Also sie hat versucht, eine Hook einzubauen in den Betreffzeile genau. Und sie hat versucht, eine Hook einzubauen in dem ersten Anschreiben mit dem Trump, Putin genau. Und Co. Was ja eigentlich gar nichts zu tun hat mit dem, was sie da gemacht hat. Aber es hat was mit mir zu tun. Genau. Mit meinem Vorweihnachtlichen, mit meinem... Genau, mit der allgemeinen Situation. Genau. Okay. Sollen wir noch ein Beispiel uns angucken? Ja. So, auch hier haben wir den Einstieg. E-Mail. Boyfriends verzweifelt gesucht. Ich kenne den Namen der Schauspielerin inzwischen, aber... Man denkt auf den ersten Moment, ist das Spam? Okay. Also du kanntest sie, als sie diese E-Mail geschickt hat, noch nicht. Doch, da kannte ich die andere ja schon. Die andere, okay. So, jetzt, und dann hat sie einfach, und dann haben wir einfach... Ach Moment, das ist von genau von der gleichen. Ja. Also Julia Bärholt, du bist scheinbar sehr talentiert, Hooks zu schreiben. So, und das, da fragt man sich erstmal, worauf willst du hinaus? Ihr kennt jede Menge Leute. Wenn ihr nicht zufällig einen Partner für meine vier Freundinnen, sie sind alle so nett. Und man stellt sich die Frage, worauf möchte sie hinaus? Und das klärt sich natürlich dann auf, dass diese vier Sahneschnittchen aus Funk und Fernsehen natürlich alles am Ende sie selbst ist. Mhm. Und sich einfach, also es gibt in dem Fall, für diese Mail gibt es noch nicht mal irgendeinen Grund, warum die geschrieben, es gibt keinen, es ist kein Umzug, es ist keine neue Hauptrolle, es ist keine, sie hat einfach auf intelligente Art und Weise auf sich hingewiesen, ohne wieder über sich selbst zu schreiben oder nur in der übersetzten Variante. Auf eine Weise im Endeffekt fast, hat sie fast eine Spam-Mail kreiert, sozusagen eigentlich. Spam würde ich nicht nennen. Also man versteht ja dann den Scherz irgendwann. Natürlich versteht man den Scherz, aber das ist ja quasi, das ist ja das Clevere daran, ja, ja. Dass sie quasi es genauso formuliert hat wie verheiratete Frau sucht. Punkt, genau. Punkt, genau. Ne? Also sie kreiert eigentlich, ja, sie macht, ja, sie. Sie erzählt clever. Eine Geschichte. Das sehr clever. Das sind wir wieder beim Storytelling. Genau, sehr clever. So, und das sind natürlich dann einfach, und natürlich habe ich über diese E-Mail gelacht, als ich sie gelesen habe. Ich finde auch schön, dass sie das Logo Belle de Jour da unten noch mit eingebaut hat. Die Ingwer-Fee. Sunshine. Letzte hat nichts. Maria del Pilar. Ja. Wurde sie gecastet für Sachen? Ja. Also so, nur mal als Beispiel, die kann man jetzt so nicht nachmachen. Nee, ah, ja genau. Es ist nicht 1:1, dass man jetzt 20.000 E-Mails an dich schicken soll mit Guckbefehlen und... Den Guckbefehl schicken ja sowieso jeden Tag ganz viele, ohne das Guckbefehl zu... Und ohne es mit Trump und Brexit ein bisschen lustiger zu gestalten. Oder ein bisschen origineller zu gestalten. Nein, das ist nicht zum 1:1 Nachmachen gedacht, sondern das ist nur als Idee. Als Idee, dass man mal in ganz andere Richtungen denken kann, kreieren kann, Geschichten erzählen kann, anstatt ständig den üblichen Pfaden zu folgen, die einem Kollegen dann raten und sagt, du darfst bloß nicht zu viel und trau dich bloß nicht und das sind ganz schreckliche Menschen, die Caster sind ganz fürchterliche, die verschanzen sich hinter ihren Computern und wollen mit Schauspielern nichts zu tun haben. Nein, das stimmt nicht. Nee. Sie wollen eigentlich, viele daraus kommen ja auch aus einer Liebe zu Schauspielern. Absolut. Dahin. Also, das sind ja auch ehemalige Schauspieler, Regieassistenten, ist ja alles dabei. Da ist eine ganz große Liebe für Schauspieler und auch die wollen auch mal lachen. Auch die wollen Geschichten erzählt bekommen und nicht einfach nur Bewerbungsschreiben lesen. Gerne. Weil ansonsten könnte man auch Personalchef irgendwie bei einer großen Versicherungsagentur werden. Was vielleicht auch rentabler manchmal ist.
zumindest rentabler als Casting, also um mal dem Gerücht ich glaube, vorzubeugen, dass man mit Casting sehr viel Geld verdienen kann. Ja, ich glaube, in allen unter Branchen von uns ist das Geld halt nicht der Hauptmotivator, sagen wir es mal so. Ja. Ja, gut. Wir haben ein, zwei Fragen und ein, zwei Gastfragen aus der Community, die ich dir gerne jetzt noch stellen würde. Alright? Alright. Okay, die erste kommt von Lene Gross und ich zitiere einfach. Mich würde interessieren, was ein Caster sich besonders anschaut. Ausbildung und Erfahrung, Bilder, Showreel. Also hat man als Unausgebildeter eine Chance oder schaut man sich vornehmlich die Bilder und Reels der Ausgebildeten an? Also, was man sich anschaut, letztendlich ist es ist das Bild, was man sich von Schauspielern und Schauspielerinnen macht, steht immer auf einem Dreibein, wie ein schön gutes Stativ. Und dazu gehören die Bilder. Das vermittelt den ersten optischen Eindruck. Dazu gehört das Showreel, weil in dem Showreel kann ich dann sehen, wie spielt er. Und natürlich die Ausbildung gibt mir schon mal einen grundsätzlichen Eindruck davon, auf welchem Professionalitätslevel sind wir. Nicht Ausgebildete haben es naturgemäß viel schwerer, weil dieses Maß an Talent, was man braucht, um mit ausgebildeten Schauspielern mithalten zu können, ist halt nur sehr wenigen vergönnt. Also der Verweis, der gerne gegebene Verweis, Daniel Brühl und Jürgen Vogel haben auch keine Schauspielausbildung, greift nicht im Umkehrschluss. Also weil die keine Schauspielausbildung haben, heißt das nicht, dass alle anderen, die auch keine haben, genauso talentiert wären. Mhm. Wird aber gerne so abgeleitet. Ja. Aber mach es mal weiter. Und die Berufserfahrung von 30 Jahren Casting hat mich auch gelehrt, wenn man es jetzt mal statistisch nimmt, nicht in der einzelnen Person, sondern einfach statistisch. Wir nehmen eine Vergleichsgruppe wir nehmen 100 Absolventen von staatlichen Schauspielschulen, 100 Absolventen von privaten Schauspielschulen und 100 Unausgebildete, die gerne zum Film wollen, haben langfristig die größte Verweildauer in diesem Beruf und von diesem Beruf zu leben, die von den staatlichen Schauspielschulen. In den Punkt würde ich gerne rein, nämlich wo siehst du die Unterschiede zwischen Leuten vom staatlichen und nicht staatlichen Schauspielschulen? Die begrenzte Zahl an, die Anzahl an Mitteln, die die staatlichen Schauspielschulen haben, was die Lehre angeht, was die Wochenstunden angeht, was die Qualität der Lehrer angeht, was die Auswahl unter den Hunderten und Tausenden, die Talentiertesten zu finden, haben natürlich dadurch schon eine viel größere Auswahl, das Talent, das natürliche Talent mitzunehmen, was bei den privaten Schulen oftmals gar nicht mehr ankommt. Das ist halt der große Vorteil. Die staatlichen Schauspielschulen sind halt einfach mit mehr Geld ausgestattet für die Lehrer und sie bieten einfach eine kostenlose Ausbildung an. Das heißt, sie müssen nicht darauf achten, wer wäre bereit für die Ausbildung irgendwie Geld zu bezahlen und kriegen wir unsere Klasse voll, weil die kriegen die Klasse voll, wenn an der Ernst Busch 1000 Leute vorspringen. Dann müssen sie halt trotzdem nur 14 nehmen. Also will heißen, staatliche Schulen können halt besser auswählen im Vorfeld und die Leute haben mehr Zeit und Energie, auch wirtschaftliche Zeit, sich quasi auf das Studium zu konzentrieren. Und haben auch eine umfassende. Ich will nicht sagen, dass private Schauspielschulen schlecht sind. Das war jetzt eine rein statistische Feststellung, dass die von der staatlichen Schule haben langfristig die größte, von denen bleibt die größte Gruppe übrig, die langfristig in den Beruf verweilt. Ich habe allerdings auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so ist, dass man sagt, okay, staatliche Schule wollen wir lieber nehmen. So als wäre es wie so ein Branding-Ding, von wegen, wenn es aus einer staatlichen Schule, dann muss es ja gut sein. Es ist ein Gefühl, ich sage nicht, dass es wahr ist. Aber das trifft aber in der Breite auch schon zu. Also die Chance, jemanden Unausgebildetes zu finden, der wirklich spielen kann. Das können Leute mit Talent, aber die mit dem Talent, das von Natur aus können, sind halt eben nur ganz wenige. Und für die meisten ist es Talent und Handwerk. Und das Handwerk, je besser die Schule, umso besser das Handwerk. Okay. Dann hast du einfach Leute, die einfach das dann nicht mit Naturtalent erfüllen,
Aber es ist einfach mit handwerklichem Vermögen. Mhm. Mit wie viel Erfahrung könnte man eine fehlende Ausbildung kompensieren? Also ich kenne ein paar Beispiele von Nicht-Ausgebildeten, die sich dann im No-Budget-Hobbyfilm, die auch mit viel Erfahrung dann doch keine Chance haben, jemals professionell. Vielleicht werden sie irgendwie in dem No-Budget, da gibt es ja auch seine No-Budget-Innen, die gibt es ja auch irgendwie durchaus eine Welt. Aber in der professionellen Welt, in der ich mitgespielt habe für öffentlich-rechtliche Sender, große deutsche Fernsehsender, Kinofilme, haben die dann einfach keine Chance. Okay. Also das muss man auch einfach mal bitte mal zur Kenntnis nehmen, dass Talent nicht gleichermaßen verteilt ist. Und es gibt ein paar, die einfach häufiger im deutschen Film zu sehen sind, weil sie einfach wirklich talentierter sind. Das ist halt dummerweise einfach nicht messbar. Du kannst es nicht quantifizieren. Aber wir reagieren aber auf dieselben Sachen. Also wenn ich und meine Kollegen und auch Oberspielleiter vom Theater uns die Abschlussvorsprechen an den Schauspielschulen angucken, stelle ich immer wieder fest, dass es die gleichen sind aus dieser Gruppe von 10, 15 Schauspielern, die dann hinterher von uns angesprochen werden. Und zwar sowohl von mir, wie auch von dem Theater, wie auch von dem Oberspielleiter aus dem Theater. Also es ist nicht so, dass dann dieses Talent, was halt in dieser Gruppe, gibt es oft immer noch ein, zwei dabei, die halt in dieser Gruppe dann den Leuchtturm darstellen. Und das habe ich auch in vielen Jahren Berufserfahrung, sind das die dann auch wirklich die Karriere machen. Was für eine Bedeutung, jetzt reden wir nochmal ganz kurz über Erfahrung, was für eine Bedeutung hat es für dich, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auch am Theater angestellt ist oder am Theater noch Theatererfahrung noch mitbringt? Weil du castet ja für Film und Fernsehen. Und welchen Stellenwert, das ist jetzt nicht Teil der Frage von Lina, aber trotzdem, welchen Stellenwert hat für dich eine Theateranstellung oder ein Theaterengagement? Naja, wir gucken natürlich, was es am Theater gibt, weil ein paar der Talentiertesten gehen dann mit Abschluss der Schauspielschule auch erstmal ans Theater, um dort die kleinen und hoffentlich die schon relativ früh die großen Rollen spielen zu dürfen, die großen Rollen an den großen Bühnen. Und wenn jemand es an die großen Rollen, an die großen Bühnen schafft, dann, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand die großen Rollen an den großen Bühnen spielt, der kein Talent hat und kein Handwerk. Es gibt immer noch, gibt's immer noch diese Wertschätzung von Theater in der deutschen Filmbranche? Ja. Ja, Theater ist für uns auf jeden Fall immer noch, da schauen wir schon hin, wer da ist, wer ist auch hier in der Stadt. Das ist schon die, sowohl die größeren und kleineren, aber klar, die Wertschätzung gibt es durchaus. Ich habe noch eine E-Mail, noch eine Frage von einem Community-Mitglied. Ich hoffe, ich kann den Namen richtig aussprechen. Turgay Aslanoglu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Meine Frage wäre, ich lebe in Wien, aber möchte in Deutschland Schauspieler werden. Was muss ich da genau machen? Also eher so die Frage von wegen, kann man auf den deutschen Markt auch, wenn man... Ja, klar. Deutschsprachig haben. Die Frage ist natürlich, wo kommt... Turgay muttersprachlich her, da würde ich jetzt einen Blick in den Lebenslauf werfen oder in die, also erstmal, er muss zu finden sein, das heißt, wenn er in den einschlägigen Datenbanken nicht zu finden ist, dann kann er gar nicht gesehen werden, wenn nicht gefunden wird, kann er nicht besetzt werden, damit fängt es schon mal an. Das zweite ist, darüber haben wir vorher gesprochen, macht Turgay, ich verbinde nichts mit Turgay, vielleicht ist es auch mein Fehler, aber auch Turgay muss dann halt eben bei den deutschen Castern, es gibt viele österreichische Schauspieler, die auch im deutschen Fernsehen spielen, das ist die nächste Einschränkung, macht er sein Marketinghandwerk, macht er die Klaviatur, dass Menschen eine Awareness von ihm bekommen und das dritte ist, was ist muttersprachlich, ist er Österreicher? Also gebürtiger Österreicher? Das steht jetzt hier nicht in der Frage mit drin. Er sagt nur, er lebt in Wien und möchte in Deutschland Schauspieler werden und würde gerne wissen, was man da genau machen muss. Also und da, erfahrungsgemäß seit 30 Jahren Casting, ist, wenn jemand mit einem schweren österreichischen Akzent daherkommt, hat er es nicht unbedingt leichter, im deutschen TV-Markt Fuß zu fassen. Gilt das auch für alle anderen möglichen Akzente, die man haben kann? Es
gilt auch, also ich meine, dankenswerterweise wird ja auch eine Diskussion darüber geführt und wir werden da jetzt auch diverse. Ich weiß nicht, wie das mit Österreich. Die Schweizer haben es ein bisschen einfacher als die Österreicher, von meiner Erfahrung. Weil die Schweizer wissen mehr noch als die, haben eine andere Awareness darüber, dass ihre Sprache so weit weg ist von dem Deutschen, dass sie wirklich auf den Schauspielschulen massiv daran arbeiten, sauberes Hochdeutsch zu sprechen. Naja, ich meine, die Schweizer haben ja auch mehrere Sprachen. Ja. Das heißt, ich glaube, der Übergang von der einen Sprache zur nächsten Sprache ist, glaube ich, da häufiger. Aber wie würdest du denn einschätzen? Ich weiß ja. Aber grundsätzlich gibt es keinerlei Einschränkungen für Schauspieler aus Österreich, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Das gilt, wie gesagt, Marketing, Sichtbarkeit, Marketing. Ist Christoph Waltz nicht auch tatsächlich Österreicher? Also hier in Glorious Bastards? Ja. Ne? Ja, also es gibt keine Einschränkungen. Interessanterweise wäre jetzt mal die Frage, wie siehst du das von wegen, wenn deutsche Schauspieler auf den englischen Markt wollen? Wie würdest du das einschätzen? Weil du hast ja auch schon für internationalere Produktionen gearbeitet. Dann ist natürlich die, es gibt durchaus einen Markt für internationale Schauspieler, aber es gibt auch Gründe dafür, dass im internationalen Markt Skandinavier und Holländer präsenter sind als Deutsche, weil sie einfach in der Breite auch sehr viel besseres Englisch sprechen. Mhm. Was natürlich daran liegt, dass die Filme in diesen Ländern werden nicht gedubbt. Man lernt schon sehr früh die andere Sprache. Sozusagen. Absolut. Das sind einfach Länder, wo von Geburt an klar ist, du musst Englisch können, um dich bewegen zu können, weil diese Sprache spricht sonst niemand, außer in eurem Land. Das ist mir jetzt kürzlich auch in Albanien aufgefallen. Also das ist ein interessanter Punkt. Also eigentlich ist das nicht hier auf meiner Liste drauf, aber ich darf nicht vergessen, dass ich das nochmal mit dir bespreche. Du bist ja auch für einen deutsch-albanischen Austausch, was Filme machen angeht, gerade aktiv unterwegs. Ja, ich war dort mal bei einem Filmfest in der Jury. Und so bin ich da ein bisschen hängen geblieben, habe da angedockt und habe dann auch bei einem weiteren Filmfestival, das war dann ganz lustig, hatten sie mich wieder gefragt, ob ich kommen kann. Und ich habe gesagt, nee, Jury will ich aber nicht mehr machen. Aber ich könnte mir vorstellen, euch zu unterstützen, weil wir haben natürlich wir nehmen Schauspieler inzwischen aus Rumänien, Bulgarien, Skandinavien sowieso, nehmen wir wahr, aber wir haben überhaupt keinen Bezug zum Balkan. Ja. Dass sie sind nicht. Und die Schauspieler aus dem Balkan, wo es hervorragende Schauspieler gibt, haben keine Ahnung, wie sie in Westeuropa andocken können. Ist still, ist in Ordnung. Das ist gut. Haben keine Ahnung, wie sie sich andocken können als Schauspieler hier. Dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal einen Workshop machen. Und dann haben wir dann bei dem nächsten Filmfestival in Tirana, habe ich dann ein Roundtable-Gespräch mit Produzenten organisiert, wo wir einfach mal darüber gesprochen haben, wie findet Casting in Westeuropa statt, wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr hier überhaupt mit Casting-Leuten? Und wir haben auch einen Workshop organisiert, habe die Kollegin Anja Dierberg dann dazugeladen und habe dann mit Anja Dierberg einen Workshop gemacht für Schauspieler in Albanien, Kosovo und Mazedonien. Mhm. Und da haben wir einen Ansatz und inzwischen sind wir auch mit der, war ich dann auch für Cast Upload und Filmmakers dort in Gesprächen mit den Filmstiftungen und sind da jetzt auch dabei, eine Struktur Balkanfilm aufzubauen. Man muss vielleicht wissen, dass Filmproduktionen aus Deutschland auch immer mehr Richtung Osten gehen, wenn es um Produktion geht. Genau. Tschechien zum Beispiel ist also wenn deutsche da fing es an. Da hat es angefangen, also quasi wenn deutsche Filme, historische Filme gedreht werden wollten, hat man das ironischerweise nicht in Deutschland gemacht, sondern man ist nach Tschechien gefahren. Wenn man mal dort gewesen ist, weiß man halt auch, dort ist es halt noch sehr ursprünglich und ich vermute, die Produktionskosten sind um einiges billiger. Sind aber deutlich teurer geworden. Die Amerikaner sind dann auch nach Tschechien gegangen. Und inzwischen kann man da alles drehen, historisch. Die haben riesige Kostümfundusse, Sie haben riesige Requisitenlager. Man kann dort alles drehen. Aber es ist halt deutlich teurer geworden. Dann ist halt die Karawane weitergezogen Richtung Ungarn. Dann im Moment dreht Netflix sehr viel in Bulgarien. In Bulgarien haben die Studios, Bulgarien, Rumänien ist gerade sehr en vogue. Und ich mache halt den Versuch auch, spreche auch mit Produzenten, auch ein
einen Weg zu öffnen, auch für deutsche Produktionen in den Westbalkan zu gehen, wo es eine große Filmkultur gibt. Es wird in all diesen Ländern, Kosovo, Mazedonien, spielen regelmäßig auf den A- und B-Festivals dieser Welt mit. Albanien hat eine Küste, eine unverbaute Küste und unverbaute Alpen, 300 Tage Sonne im Jahr, es spricht sehr viel dafür, da zu drehen. Und die Produktionskosten sind noch günstiger als in Bulgarien. Also ich kann da nur jeden Produzenten dazu ermuntern, diesen Weg mal zu gehen und zu suchen und stehe dann auch gerne als Advisor und Consultant zur Verfügung. Ja, der Balkan ist halt. Ich habe halt da unten noch gecastet, mich haben dann auch deutsche Produzenten haben mich dann auch gefragt, sag mal, du kennst doch da unten schon irgendwie offensichtlich ganz viele Schauspieler. Und dann habe ich gesagt, könntest du nicht, wir sind hier in Deutschland nicht fündig geworden, könntest du nicht für uns da unten casten? Und so habe ich dort dann auch dann vorletzten Sommer da 2 Wochen verbracht und da haben dann Schauspieler aus Albanien, Kosovo und Mazedonien gecastet und haben dann auch den Hauptdarsteller, den einen männlichen Hauptdarsteller für den Film dort gefunden. Ich finde, das ist so ironisch, wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich die amerikanischen Produkte immer mehr so Richtung nach Deutschland kommen, so von wegen auch hier versuchen Fördergelder abzuarbeiten und so weiter, aber die deutschen Produktionen wandern dann gleichzeitig so völkerwanderungstechnisch Richtung Osten und Südosten ab. Ja. Griechenland macht gerade einen ziemlich starken Move irgendwie mit, inwiefern? Steuervorteilen. Also quasi, dass man auch da quasi sich ein bisschen Geld abzieht. Ein bisschen billiger produzieren kann. Wie sieht das aus? Das ist ein Thema für einen weiteren Podcast. Okay, dann machen wir das irgendwann anders. Aber ich wollte es unbedingt mal reinnehmen, weil ich das super spannend finde. Weil von Albanien haben wir tatsächlich eigentlich so gut wie gar nichts im Kopf. Ja, ein Punkt, wo ich hoffentlich noch raus wollte, ist, wir haben jetzt, also du hast Filmmakers gegründet, damals mit der Idee von wegen Sachen zu vereinfachen. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich eine total explodierende, Flut an verschiedensten Arten von Casting-Produkten, die man kaufen kann oder die man erwerben kann. Also viele Leute bieten jetzt an, Showreels zu drehen, viele Leute, also es ist About Me, E-Casting wird auch immer populärer. Wie bewertest du diese gesamte Situation, die Entwicklung, in die das Ganze da gerade reingeht? Also ich bin froh, dass wir den Druck ein bisschen von den Schauspielern nehmen konnten, ihre Reisekosten selbst zu übernehmen. Das war das Gute beim E-Casting. Ich fand es wirklich schändlich, wie manche Firmen Services angeboten haben, die eben nichts mit Hilfe zur Selbsthilfe. Also der Gedanke war ja wirklich von dem E-Casting. Der Schauspieler kann mit seinen einfachsten Bordmitteln, mit seinem Handy, mit seiner Webcam die Sachen selbst erstellen. Und kaum hatten wir irgendwie den Druck von den Schauspielern, was die Fahrtkosten angeht, genommen, kamen die ersten an und haben gesagt, wir haben hier ganz tolle Angebote für euch, wir drehen euch euer E-Casting für ein paar hundert Euro. Was natürlich nicht der Gedanke war, dass wenn wir jetzt die Chance haben, ein bisschen breiter zu casten, dass dann auch ganz viele wieder Geld damit verdienen und sozusagen die, da sind wir wieder bei der Unwahrscheinlichkeit der Rolle. Also wenn ich sage, ich bin jetzt einer von 40 Schauspielern, die ein E-Casting machen, dann soll das natürlich nichts kosten. Das soll dann natürlich für die 40 Schauspieler die Chance sein, in die nächste Runde weiterzukommen, aber nicht jetzt wieder irgendjemanden raten. Das ist ja der Gedanke. Ich meine, ich war in Amerika bei Castings, wo dann 150 Schauspieler für eine Zweisatzrolle vorgesprochen haben. Aber die geben dafür kein Geld aus. Die zahlen da keine Coaches für, die zahlen da gar nicht. Die kommen hin und zeigen sich. Und genau das war der Gedanke bei dem E-Casting. Mach es, tape einfach deine Idee, deine originale Idee zu der Figur und dass sie daran teilhaben und dann überlegen. Irgendwo bei dir im Schlafzimmer oder irgendwo bei dir im Wohnzimmer. Genau. Völlig egal. Ohne Aufwand, ohne Lichtaufwand. Den es nicht braucht. Ich habe die tollsten Castings gesehen von Leuten, die ein Cold Reading machen in irgendeinem Hotelzimmer mit dem iPhone in der Hand. Das war der ursprüngliche Gedanke. Und das wird. Und es ist schade, dass manchmal auch dann. Natürlich schränkt es die Spielmöglichkeiten ein. Ich habe keinen Anspielpartner, ich habe unter Umständen keine Requisiten. Also bin ich natürlich als Caster auch gezwungen, Szenen zu nehmen für ein E-Casting, die den Vorgang des E-Castings unterstützen, die einfach einen kurzen Dreh in der Figur zeigen, aber die, wo ich keine äußeren Umstände brauche. Und wenn ich dann höre, dass dann Kollegen oder Sender Casting-Szenen rumgeschickt haben,
wo außen Action-Szenen stattfinden mit vier beteiligten Schauspielern, dann ist es natürlich für ein E-Casting überhaupt nicht tauglich. Und dann verstehe ich auch, dass Schauspieler sich darüber beschweren und dann sagen, was müssen wir für einen Aufwand betreiben, um nur ein E-Casting abzuliefern. Aber grundsätzlich sollte es so sein, es muss kein Aufwand betrieben werden. Und diese Industrie, die sich da drauf gesetzt hat, finde ich schon eher schwierig. Also im Endeffekt... Zumal es dem Schauspieler auch gar nicht hilft. Das hilft nicht, ob die Kamera 2K, 4K oder 6K hat. Das ist total Wumpe. Also du willst auch sagen, und das ist ja auch ein positiver Appell, also im Sinne von, mach's mit deiner Handykamera. Ein guter Caster achtet doch auf, wie du spielst. Absolut. Und nicht, wie gut die Qualität von... Ja. Vielleicht sollte der Ton noch... Ihr solltet vielleicht hörbar sein. Das wäre vielleicht noch... Das ist sehr hilfreich. Hörbar und ein heller Raum bei Tageslicht hilft auch. Vor dem Fenster drehen. Ja. Das ist immer das einfachste Möglichkeit, eine Szene gut auszuleuchten. Absolut. Aber es ist krass, wie viel sich da wirklich eine Industrie drum gebildet. Ja. Also ich kenne auch sehr viele Filmmaker und sehr viele Regisseure und Kameraleute, die dann das wirklich als Service anbieten für About Me's, für gute, also was, hier macht eine Action-Szene mit einer Red-Kamera. Was ist denn bei dem About Me? Was muss man denn da machen? Das ist doch die gute Idee, die ich brauche, wenn ich ein About Me mache. Das sind wir doch wieder genau bei dem Punkt wie bei dem Bewerbungsschreiben. Storytelling. Was will ich erzählen? Wie kriege ich den Zuschauer gehookt? Wie kriege ich den Zuschauer dazu, dass er nicht nach 10 Sekunden das About Me abschaltet? Darum geht es doch. Das sind die entscheidenden Fragen. Wie wichtig ist ein About Me? Für mich total egal. Ich brauche es nicht. Und wie sehen die es ja anders? Ich weiß, dass es Caster gibt, die es mögen. Auf jeden Fall sollte man kein Geld dafür ausgeben, sondern man sollte es machen. Aber das Wichtigste ist die gute Idee und nicht die 4K oder 6K. Ja. Wenn es langweilig ist, schalte ich das auch bei 6K sofort ab. Okay. Das ist ja sowieso so ein Punkt, der vielen auch beim Demoband nicht klar ist. Die Entscheidung fällt immer schnell. Also wenn wir in einer Besetzungsbesprechung sitzen und gucken uns die Sachen an, dann sagt in der Regel schon, kommt nach 10 oder 20 Sekunden, kommt schon der erste Kommentar vom Regisseur, vom Verleiher, vom Redakteur. Natürlich geht es nur um einen einzigen Punkt bei dem Demoband gucken. Bleibt der Betrachter dran oder steigt er nach 10 Sekunden aus und sagt, muss ich nicht mehr sehen, ist es nicht. Also auch da ist ich halte den Einstieg in ein Demoband, den Einstieg in About Me, den Einstieg in eine E-Mail und dann die Story dahinter. Das sind die entscheidenden Punkte. Ich finde auch interessant, was diese Einstiegsgeschichte angeht. Das hat jetzt eigentlich wenig mit dem Casting zu tun, aber eigentlich was mehr mit der Psychologie. Ich kenne auch viele Leute, die quasi auf Festivals entscheiden, welche Filme genommen werden oder in diesen Prozessen involviert sind. Und die Originalaussage, die mir einer mal gesagt hat, wenn die ersten 5 Minuten mich nicht catchen, gucke ich diesen Film nicht zu Ende. Ja. Weil ich einfach viel zu viele Filme gucken müsste. Und das sind ja, klar. Also, da müssen ja 7.000 bis 8.000 Filme teilweise gescreent werden auf so einem Kurzfilmfestival. Ja. Ne? Und dann sagen sie sich, die suchen halt Shortcuts. Und ich war selber auch mal eine Zeit lang in einem Produktionshaus, wo ich auch so Drehbücher und so gelesen habe. Und wenn es schon so ein Block an Text vor mir steht, ne? Dann weg damit quasi. Das musst du dir auch in der Regiebesprechung so vorstellen. Wenn du jetzt sagst, du hast 2 Folgen einer Serie zu besetzen, A10 Rollen. Das sind 20 Rollen, A10 Vorschläge, sind wir bei 200 Schauspielern. Das heißt schon, wenn jeder Schauspieler nur eine halbe Minute Trailer, also wir können die gar nicht alle schauen, das geht gar nicht, es geht rein technisch nicht, aber alleine schon diese 30 Sekunden Trailer, die gerne vorne dran gemacht werden, wenn wir 200 Mal eine halbe Minute Trailer haben, ist es von dem Besetzungstag, den wir haben, werden uns schon über 1,5 Stunden weggetrailert, weil dann sind 100 Minuten einfach nur für Trailer weg. Also guckt die niemand. Okay. Also sofort Skip in die Szene rein. Skip in die Szene rein. Weil wir haben die Zeit nicht. Wir müssen da durch und wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen es verkürzen. Alter. Ja, klar. Und deswegen ist der Einstieg bei allem, was wir tun, Demo, About Me, E-Mail, Showreel, A und O. Gibt es irgendwelche Ratschläge, die du Schauspielern geben kannst, wenn sie ihr Showreel erstellen, welche Arten von Rollen sie zeigen sollen? Sollen sie gucken, dass sie eine mögliche Varianz haben, dass sie in möglich allen Rollen hier sind? Oder natürlich ist es ideal, wenn du ein Potpourri hast in 3 verschiedenen Genres, wo du eine Szene hast von der Minute, die dir gehört, die du führst, die du leitest. Aber das haben nicht viele. Wichtig ist, erstmal eins zu haben. Also wer
Und wenn es nur ein About Me ist und wenn es nur was Selbstproduziertes ist, dann ist das immer noch besser als gar keins, weil natürlich die Suche in der Datenbank ist eine der häufigsten Sucheinschränkungen durch Caster ist, zeige mir, jetzt kommt die Einschränkung und dann kommt die letzte Einschränkung, nur Schauspieler mit Video. Wer also kein Video in seinem Profil hat, weil der Caster will Schauspieler sehen, die er sich angucken kann. Und er will das Spiel sehen. Und die er auch der will Spiel sehen und die er auch mit Spiel seinen Produzenten vorschlagen kann. Also werden die Schauspieler, die kein Video in ihrem Profil haben, werden auch gar nicht erst gefunden. Also, liebe Schauspieler, Video unbedingt bei Filmmakers und in allen anderen gängigen Datenbanken verlinken. Genau. Okay, jetzt kurze Idee zum Schluss des Videos. Was müsste in einem Starter-Kit für so ein Filmmakers-Profil alles drin sein, aus deiner Meinung? Was das Starter-Kit, also so der Anfang, wo du sagst, wie viele Szenen, wie viel? Das kann man nicht sagen. Der Starter hat ja noch keine Szenen. Der Starter hat ja noch keine drei. Ja, naja, aber dann vielleicht mit dem Smartphone aufgenommen oder wenn du sagst, es muss ein Video drin sein. Du. Ein Interview ist besser als kein Interview. Eine Spielszene aus der Daily Soap ist besser als nur ein Interview. Es verändert sich dann und irgendwann wirst du das Interview auch nicht mehr drin haben. Vielleicht haben wir aber auch noch, was wir da auch noch verlinken können. Da müssen wir nochmal fragen. Was genau wäre das denn nochmal? Das Masterpiece eines selbstgedrehten Demobandes. Oh, okay. Also wenn wir das haben, verlinken wir das natürlich hier. Die absolute Königsklasse unter dem... Okay, das beste Beispiel. Von einem, was quasi ein About Me und Spielszene in einem ist. Okay. Wir nehmen das als Fortbildung und für alle anderen Caster, die können sich das natürlich angucken, falls sie einen talentierten Schauspieler haben. Also, von wem war das? Christian Hockenbrink. Christian Hockenbrink, danke, wenn wir das zeigen dürfen. Wir kommen zum Ende des Interviews. Was ist so das schönste Kompliment, was man dir über deine Arbeit machen kann? Was ist das, wo du sagst, da macht es alles Sinn, warum ich das tue? Indem man mich einfach wieder engagiert. Das schönste Kompliment ist quasi die Wiedereinstellung. Mit dem nächsten Film auch anzuvertrauen. Ist ja auch immer ein Anvertrauen von Großprojekten. Ne? Das ist ja natürlich immer sehr, sehr viel Geld, was da reinsteckt. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage und das ist die. Und die stelle ich allen. Filme machen ist so unglaublich schwer. Was ist deine Motivation, Filme zu machen? Weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, einen Beruf auszuüben, in etwas, was ich einfach selbst auch als Privatperson sehr schätze und genieße. Was? Und daran teilhaben zu können und damit Geld zu verdienen, ist so eine ganz wunderbare Sache. Ja, das stimmt. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir im Vorgespräch geredet haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es durch. Ich glaube, wir haben... Dann sage ich vielen Dank. Kriegst du was zusammengeschnitten aus dem Gestammel zum Schluss? Ja, natürlich krieg ich was zusammen. Ich mache da ein Hip-Hop-Video draus. Also vielen Dank, dass du dabei warst. War richtig, richtig, richtig schön. Und ich sag mal, und Cut. Diese Folge von Mastercut wurde unterstützt von patz.de. Patz.de ist das kostenlose Netzwerk, auf dem du die Crew für dein nächstes Filmprojekt findest. Patz.de unterstützt dein Projekt mit bis zu 100 Euro pro Crewmitglied. Also lade deine Crew ein und mach deinen nächsten Schritt mit patz.de.